So, hallo, liebe Internet-Fangemeinde. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. In dem heutigen Video möchte ich mal erörtern, was es für Glaubenssysteme gibt, um die ja gestritten wird und wo man jetzt nicht weiß, was von diesen Glaubenssystemen definitiv zum Erfolg führt oder zu Glück führt. Ja, positives Denken oder ethisch richtiges Verhalten. Da gibt es sehr viel Streit, auch in der spirituellen Bewegung, in der spirituellen Szene. Ja, zum Beispiel behauptet Vadim Sealand, der ja die Buchreihe Transurfing gemacht hat, dass ein Mensch, auch wenn er unethisch ist, sich aber an die Gesetze von Transurfing hält, also quasi positiv denkt, zu großem Erfolg kommen kann. Ja. Und der indische Weisheitslehrer Osho, der ist ja, glaube ich, auch verstorben, der sagt zum Beispiel, das ganze positive Denken, alles Quatsch. Ja. Man muss moralische Disziplin haben, man muss gute Taten begehen. Nur das und halt die Erlangung von Weisheit natürlich führt zum Erfolg. Ja, wer hat recht? Nun, ich würde mal sagen, beides erstens mal bedingt oft einander. Ja. Ich möchte es mal an einem Beispiel erklären. Man weiß zum Beispiel von den Bauernkriegen damals im Mittelalter, dass die Bauern haben sich ja gegen die Feudalherrschaft erhoben, gegen die Ausbeutung der Adligen erhoben und waren am Anfang ihrer Revolution auch sehr erfolgreich. Ja. Das lag daran, dass große Teile der damaligen Gesellschaft auf Seite der Bauern waren. Zum Beispiel Luther war auf Seite der Bauern am Anfang. Ja. Auch zum Beispiel der Götz von Balling, der berühmte Ritter, war am Anfang auf Seite der Bauern. Also es gab am Anfang viel Unterstützung, aber dann, als die ganze Sache umkippt ist, als es zu brutal geworden ist, als die Bauern die Adligen abgeschlachtet haben, immer wieder Spießrautenläufe da mit denen gemacht haben und Frauen und Kinder niedergemetzelt haben, hat sich die Sache gewandelt und der Bauernaufstand ist ja gescheitert. Also der ist blutig niedergeschlagen worden. Ja, woran lag's? Lag es jetzt daran, dass die Bauern zu pessimistisch waren oder dass die Bauern sich unethisch verhalten haben? Also sprich, sie sind zu brutal geworden. Ja. Und da sage ich, beides bedingt irgendwo einander. Warum? Weil wenn man jetzt zum Beispiel was Böses tut, ja, dann hat man immer innerlich ein schlechtes Gewissen. Und das schlechte Gewissen sagt einem dann, die Sache wird nicht gut, die Sache läuft dann nicht gut aus. Ja. Und so kam dann, wie es kommen musste, dass eben dann die Sache der Bauern eben gescheitert ist. Ja. Also irgendwo bedingt sich das meistens ineinander, weil wenn man was Böses tut, kriegt man ein schlechtes Gewissen. Ja. Und denkt sich vielleicht, oh, da kriege ich wahrscheinlich jetzt auf den Deckel. Und dann passiert es auch dann. Ja. Also, ja. Muss aber nicht sein. Also meistens bedingt sich es aneinander, aber es muss nicht unbedingt sein. Ja, weil was bringt es natürlich, wenn man jetzt immer nur ein guter Mensch ist, aber nicht positiv denkt? Ja, also immer sagt alles scheiße und alles schlecht. Damit macht man ja schon die göttliche Schöpfung schlecht. Und da kann man jemand sein, der wirklich gute Taten vollbringt, der immer hilfsbereit ist und alles Mögliche. Aber trotzdem scheitert man ständig und haut einem ständig auf Schnauze und ja, alles läuft schief. Weil das einfach auch eine gewisse Undankbarkeit ausdrückt gegenüber dem Universum, gegenüber der göttlichen Schöpfung. Ja. Und umgekehrt ist, wenn jetzt zum Beispiel, es gehen ja zum Beispiel unmoralische Menschen, die wo andere Menschen betrügen, übers Ohr hauen, die gehen auf so Erfolgsseminare zum Beispiel. Ja, so, jetzt mal sagen, vielleicht so Versicherungsvertreter oder so, solche Leute. Und ziehen dann alte Leute da, hauen alte Leute übers Ohr, ja, schwätzen denen irgendwelche Scheißdrecks, Verträge auf, ja, und die können und die landen dann am Ende im Ruin und ja. Und die machen aber, gehen halt viel auf so Volkscoach-Seminare wo es auch ums positive Denken geht. Aber man wird doch nicht glauben, dass sich das
dass das lang gut geht. Ja, das mag mit der zeitweise möchte ich da warte im Silen der recht geben. Es kann schon sein, dass es zeitlang gut geht, aber irgendwann kommt doch das dicke Übel nach, das wissen wir doch. Die Geschichten kennen wir doch alle. Ja. Dann kommt der große Knüppel und dann ist vorbei mit Lug und Betrug. Es geht nie lang gut. Ja. Die Wahrheit kommt immer wieder ans Tageslicht. Und dann wird das aufgeklärt, dann werden die Leute gestoppt, dann werden die bestraft, ja, vom Gesetz. Und deswegen sage ich, positives Denken und ethisch-moralisches Verhalten, liebevolles Verhalten mit allen Mitgeschöpfen führt zu Glück und Erfolg. Beides bedingt aneinander oft und wir manchen machen oft den Fehler, dass wir in so ein End- oder Weder-Denken verfallen, aber nicht sehen, dass doch eigentlich beides richtig sein kann, also dass beides stimmt. Die Erlangung von Weisheit, positives Denken, also Realitätssteuerung betreiben und sich ethisch-moralisch verhalten, also in Liebe mit seinen Mitmenschen umgehen, das, sage ich, führt zum Erfolg, ja, zum ganzheitlichen Erfolg, zu Glück, ja, und man kommt mit sich selber in Einklang. Ja, ihr könnt mir auch mal eure Meinung kundtun, also schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr, was führt zu Glück und Erfolg? Ist es mehr das positive Denken oder mehr ja, ethisch-moralisches Verhalten oder einfach nur Weisheit erlangen, spirituelle Praktiken anwenden? Ja, ich sage, das ist das Gesamtkonzept. Das alles ist wie ein großes Bild, da muss wie ein großes Puzzle. Da gehört alles zusammen und alles sollte miteinander harmonieren. Ja. Das ist dann auch ein Grund, warum ich mich nie auf eine Religion fixiere, dass ich sage, ich bin nur Christ oder Moslem oder sonst was, sondern ich lerne von allen Religionen, ich bin offen, ich möchte von allen Glaubenssystemen die Weisheit aufnehmen, vergleichen, mit meinen Erfahrungen abgleichen. Ja, also, wie gesagt, ich lese die Bücher von Osho und aber gleichzeitig auch die Bücher von Vadim Sealand. Ja, ich bin einfach freier spiritueller Wegfinder, ja, da mache ich jetzt auch noch mal ein Video, wo ich noch mal auch in die Tiefe gehe in Sachen Religion, Philosophie. Ja, okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video und dann würde ich sagen, macht es gut, schönes Wochenende noch, schönen Sonntag noch und bis bald.